lieber auf den Spoiler fliegen, als ewig in der Garage liegen. McQueen. RSN präsentiert. Achtung, Analyse mit Joy und Erica. Das letzte Mal, als wir die beiden beim Training gesehen haben, hat Cruise McQueen den Hightech-Simulator erklärt. Jetzt sind wir in der freien Natur und der Lehrling ist nun der Lehrer. Unsere Ziellinie ist verlassene Pier am Horizonte. Cruise trainiert hier zum ersten Mal überhaupt auf Sand. Wir haben jetzt drei Tipps für euch für das Fahren auf weichem Untergrund. Was ist der erste Tipp, Roy? Nummer 1, die Reifen brauchen Grip. Oh, das war kein guter Start. Das ist ja seltsam. Ich komme nicht vorwärts. Als Lightning das letzte Mal was Neues probiert hat, sah das nicht besser aus. Sie stehen in Flammen. Ich glaube, dass sie die ganzen Messinstrumente aus dem Simulator vermisst. Du arbeitest schon mit Rennwagen, oder? Ja, aber nie in der freien Natur. Da haben wir das Problem. Alles, was Cruise jetzt braucht, ist ein bisschen Hilfe von der Nummer 95. Auf Sand musst du vorsichtig Gas geben, bis die Reifen Grip haben, okay? Okay. Okay, kommen wir zu Tipp 2, Roy. Man muss immer die Ideallinie finden. Man muss sich hier eine gerade Strecke auf hartem Sand suchen. Denn wenn man einmal auf den weichen Untergrund kommt, gibt es kein Zurück und man dreht sich. Percy kann genauso gut auf Sand fahren, wie ich meinen Mund halten kann. Da gebe ich dir recht, Roy. Entschuldigung! Hunde los! Das ist keine Waschanlage, Cruise! Los! Oh, das ist gar nicht gut! Cruise muss hier noch einiges lernen! Gute Nacht! Träum süß! Der Strand hat mich gefressen! Hier gibt's nichts zu sehen! Kommen wir nun zu Tipp 3! Ja, Erica, hier geht es darum, fokussiert zu sein! Ups, zu spät! Außer Reichweite! Was ist jetzt wieder? Ich wollte den Krebs nicht überfahren! Du musst dich voll auf die Ziellinie fokussieren! Schauen wir uns jetzt nochmal alles zusammen an! Tipp 1, haben die Reifen Grip? Check! Tipp 2, Ideallinie gefunden? Check, check. Und Tipp 3, voll fokussiert auf die Strecke? Check, check, check. Sie hat wirklich Durchhaltevermögen, das muss ich ihr lassen. Oh, das bringt mich auf Tipp 4. Gib niemals auf. Das stimmt, Erica. Man wird nie vorankommen, wenn man den Kopf in den Sand steckt. Ja, und die schönsten Momente sind die, für die man hart gekämpft hat.